Und dann hat es eine Phase gegeben, ich habe einen Cousin verloren in einem Heli-Unfall. Und dann wollte ich gar nichts mehr wissen. Weil das war die Zeit, die Phase, in der schon realisiert haben, dass es etwas passieren kann und dass viele Kollegen ums Leben sind gekommen. Ich habe so rund 30 Kollegen verloren. Jetzt in als Heli? Jahren. Ja, die einen Unfall hatten und die gestorben sind. Der Zermatter Gerold Biner gehört zu den weltweit erfahrensten Hubschrauberpiloten im Bergrettungswesen. Er ist einer von denen mit dem, sorry, muss ich sagen, mit dem grössten Schwanz. Er ist der, der die Menschen rettet, die abstürzen oder in eine Lawine geraten. Also er hat auch ein Buch geschrieben, interessiert uns aber nicht. Wir gehen zu dem Gerold. Darum sind wir schon seit 5 Stunden unterwegs auf Zermatt. Ich sehe für das recht frisch aus. Ja. Haben wir gut geschminkt? Mama, hast du gut gemacht. Aber das du hast gut geschlafen, bis etwa vor 5 Minuten. Es nützt einfach nichts. Ja, nein. Und ich habe auf Facebook gefragt, ich frage immer die Leute, oder? Ja. Weil, was sie für Fragen haben. Und jemand hat gesagt, Gülşah, geht es dir nicht noch? Du hast ein bisschen Höhenangst. Weißt du, dass das sehr brutal ist und dass es dort sehr windet? Und wir werden ja teilweise auch mit offenen Türen fliegen, oder? Das weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Aber weißt du was? Zuerst treffen wir mal den Monsieur. Den Gerold. Den Gerold. Was ist er für einen? Er hat sicher eine rauche Haut. Eine rauche Haut hat er, weil er immer an der Kälte ist. Ich glaube, er hat eine sehr gesunde Haut. Wirklich? Braunbrennt, gesunde, frische Bergluft. Das ist das Beste, was es gibt zum Alter. Und wir verstehen ihn vermutlich nicht, er ist ja Zermatter. Das könnte noch problematisch werden. Stimmt. Sind wir gespannt. Der Vor ist Zermatter. Und es tagt schon. Ui, ja, schau jetzt. Das ist, der, das ist jetzt der Spitz vom berühmten Matterhorn. Was heißt er? Shit! Das allererste Mal, wie ich ihn live gesehen. Ich glaube, wir sind falsch. Ich glaube, es ist da. Das ist die Abwasserreinigungsanlage von 1982, Gemeinde Zermatt. Das ist es. Ja, was? Das ist es, das. Also das ist ein Turm. Aber das, ja, also, das gehört doch zu Zermatt. Ja, man hat schöner vorgestellt, Lüschi. Ästhetischer. Und es ist einfach etwas. Es ist einfach so. Morgen, Entschuldigung. Morgen, ja. Wir müssen zu Zermatt, also augenscheinlich hier hin. Das ist richtig, ja. Ja. Das sind immer die letzten Zimmer. Okay, das sieht schon anders aus, Gülşah. Eieiei, das ist ein spektakulärer. Wow, crazy! Shit! Jetzt fast weggewindet. Wie süd, Lecke. Und wenn er so im Sturz genug weg ist. Jesus. Guten Morgen. Salut. Ich bin Gülşah. Gülşah. Jawohl, sehr erfreut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Sicher. Ja, hoi. Dir? Wir haben viel miteinander telefoniert. Jawohl. Seid ihr dran? Matthias, freut mich. Ja. Jetzt haben wir schon herausgefunden, du hast eine gute Haut. Das ist das Erste, was wir uns gefragt haben. Wieso? Wegen du... Schminken? Du bist schon geschminkt. Nein, nein, ich bin geschminkt, das ist klar. Aber weißt du, eine Berglufthaut? Ich meine, vielleicht hast du so eine lederige, komische ist... Haut. Nein. Aber es ist eine gute Haut. Genau. Und du bist ja der Chef, der Touchmeister von all diesen Leuten. Mhm. Und fliegst aber selber noch. Mhm. Weil du das ist das natürlich... schlimm? Nein, ich glaube, wegen dem bist du überhaupt noch da. Ja, richtig. Weil du fliegst schon seit irgendwie 26 Jahren, stimmt das? Sieht aus.
Nein, noch nicht gesehen. Ich bin nur am Stehen und den Raum spüren. Und wie fühlt er sich an? Ja, bis jetzt ist alles noch ruhig. Es läuft Radio im Hintergrund. Und ich habe das Gefühl, da sind so Leute am immer so reinlaufen mit so Skischuhen. Das Gefühl, die gehen Helikopter, wie heisst das? Heliskiing oder Heliskiing, ja. Heliboarden. Ja. Heliboarden, ich glaube, die machen das. Ich muss jetzt gerade, also, ich meine, das sind so Rettungsdings. Weißt du, so Rettungsplan? Das machen wir schon. Ja, schon auch, aber nicht nur, also fast nicht, oder? So, vor allem so irgendwelche reichen Schnösel. Wir gehen Heliboarding plan machen. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Das ist so Daily. Daily Good Weather Business. Also das ist nicht nur für Reiche. Das ist für Reiche einfach ein unheimlich wichtiges Training. Das hier, das Geld, das wir jetzt hier verdienen, das ist Cash in einer Zeit, wo eigentlich unsere Liquidität ziemlich durchabgeht, wo wir aber gleich müssen Löhne zahlen, die wir brauchen für den Rettungsdienst. Und das ist so eine Art Quersubvention, die wir haben. Da gibt es das grosse, klaffende Thema. Thema Nummer eins. Kaum bin ich hier angekommen, ist Thema Nummer eins. Ja, weißt du, die Grünen wollen uns ja eh weg haben, weil Umweltverschmutzung, bla bla bla. Das heisst, es kommt politisch ganz viel Druck auf euch ständig. Ja, das ist ja so. Gut, man muss fairerweise dazu sagen, wir müssen schon aufpassen, was wir machen. Die Natur, das ist ja, darum kommen die Leute da. Und daran müssen wir Sorge haben. Aber jetzt gibt es Leute, die relativ militant, immer darauf zielend und ich eigentlich permanent immer in ein schlechtes Licht bringen. Aber wie ist denn das Karten auf den Tisch? Wie ist es mit der Umwelt? Machen die kaputt oder was hat das für Folgen? Naja. Wie ist das? Also wir produzieren Lärm, das ist ein Fakt. Und wir haben hier in der Region fünf Pünktchen, die wir auflegen dürfen. Zwei sind im Skigebiet, drei dürfen wir nutzen für die Aktivität. Wir verbrauchen gleich viel Treibstoff während dem ganzen Jahr wie ein Flug Zürich-New York. Also für einen Helikopter, alle Helikopter miteinander verbrauchen wir im ganzen Jahr? Im ganzen Jahr verbrauchen wir weniger Treibstoff als ein einziger Flieger Zürich-New York. Und von dem redet niemand. Wenn man das natürlich auf einmal so in einer Relation sieht und so checkt, okay, er reist nach New York und so, er hat es ja gut erklärt, dann auf einmal macht das auch alles Sinn, was er sagt. Und dann haben wir gedacht, weißt du, jetzt nehmen wir mal ein Käfeli, Kühlschrank geht Wasser lösen. Nein, geht sie nicht. Sie versucht es, aber sie kann es nicht. So, der Hund hört auch schon mit. Gut. Also los. Jetzt habe ich mich angesagt, fast ein bisschen. Ich bin aufs WC noch schnell arm losgegangen. Noch hast du gerufen, noch habe ich mich. Ich habe die Hände gewaschen. Hast du noch da? Ja, wir hören ja. Los. Hast du das Mikrofon an? Nein, ja. Ah ja, da geht's. Du hörst du mich? Ich höre dich, klar. Du dran. Du dran? Los. Ja. Gut. Also, yep. Wir wissen noch nicht, was passiert ist, oder? Nein. Halber Meter noch vor. So ist gut. Schau dir die Dings an, die Scheibe. Ich mit den Händen. Was willst du? Es ist einfach absolut absurd. Du hast hier sehr geil, oder? Sehr schön. Noch hast du in irgendeinen Unfall, wo du nicht weißt, was passiert ist. Ja. Das ist schon krass. Hallo, mein Hand. Salut. Alles klar? Ha? Ja, ja. Jawohl, merci. Danke dir. Alles Ciao. Klar. Ciao. Danke, schön. Ja.
einfach nicht gewusst, was machen. Ich habe mich dumm gefühlt. Ich konnte einfach zuschauen und nicht helfen. Aber das ist mein Job. Ich folge ja diesen Personen einfach. Mir auf jeden Fall das Mädchen, dann ist ins Spital geflogen auf Fisch. Und dann ist es losgegangen und ich habe noch weniger gewusst, was machen. You never lost the conscious? No, not at all. You can remember all things what's happened, huh? Yes. Where you have pain exactly? In the middle lower of the column. Middle in the column. Yeah. Juli, was ist los? Also jetzt, ist jemand aus London. Die sollten ja eh Ski fahren, weil die haben ja keine Berge. Ich meine, nein, Scherz beiseite. Er ist, irgendwie musste harsch abbremsen, weil das Kind ihm vorne angekommen ist. Er ist schon umgeheizt. Und ich weiß nicht, ob irgendwie Rippen gebrochen ist oder so. Er war weder bewusstlos gewesen, noch hat er mir beim Schnaufen. Jetzt bekommt er übelst Schmerzen. Und nachher tun sie ihn in die Wärme. Und dann warten wir, glaube ich, auf den Helikopter und gehen wieder ins Spital. But now you get a painkiller. What do you prefer, white wine or red wine? Really red wine. Red wine, but I have only white wine. Sorry. Okay. Wie findest du ihn, der Arzt? Der Arzt ist einfach der geilste Tierarzt, Axel. Wir haben ihn schon kennengelernt. Und er ist wirklich, er macht ein gutes Gefühl. Und hat jetzt ihm ein Schmerzmittel gegeben und gefragt, hast du lieber Weisswein oder Rotwein? Und alle sind nicht rausgekommen. Aber er hat die Farbe gemeint vom Painkiller, also vom Schmerzmittel. Ab. Et voilà! Et voilà! Jetzt haben wir schon 3 Sätze gehabt, geopfert, Aschi. Das ist lieb. Hey, gut! Gut, ja? Alles Paletti. Alles Paletti. Alles senkrecht. Salü! Und ihn hat es überschlagen und auf dem Rücken aufgeschlagen. Er trägt Rückenprotektor und er trägt den Helm. Schmerzsymptomatik im Bereich der LWS, schädelunauffällig, Thorax, Abdomen, Becken, solitär, LWS. Könnt schon was haben ohne Neurologie. Hey, ich kann ja, du kannst es allein. Sind wir soweit? 1, 2. It's okay for you. You have pain in the back? No. Gut. Gut. Aber das Fernsehen hier ist schon fast ein bisschen Eindruck geschwinden. Aber gell, ich mache ihn immer. Du machst ihn regelmässig. Also, du putzt ihn einmal, wenn ihr da sind. Ja. Wie hey. Die machen hey. Dann den Dreck quasi. Stimmt es oder habe ich recht? Stimmt das? Stimmt, ja. Du bist ja mehr da als ich. Er tut immer putzen, nachdem sie da sind. Ja, er putzt immer hinten noch. Gut. Nicht, dass hier noch jemand. Dann glaubt mir das. Ich kann euch helfen, da, Kilsen. Sonst mache ich nur wieder dreckig, dann macht er keinen Sinn. Aha. Und er macht es nicht dreckig. Das weiß ich nicht. Ah, nein, er ist ja gar nicht ausgestiegen. Das stimmt. Okay, gut. Ciao. Jetzt gehen wir auf Zermatt. Geben wir etwas essen, wenn etwas kommt. Dann sind wir wieder natürlich stoppen wir ab. Und ich gehe nicht mehr aufs WC, weil vorher, als ich aufs WC gegangen bin, hat es nämlich angefangen. Und nicht mehr aufgehört, seit ich aufs WC bin. Ja, ich konnte. Du, ja. Fisch zermatt mit dem Postauto. Knappe Stunde. Und wir haben 12 Minuten. Mhm. Ja. Kannst du dich daran gewöhnen? Ist ja. Cool, oder? Ja, ist schon geil. Da ist jetzt so die Patienten. Ja. Aber die zwei Kinder wissen jetzt immer noch nicht, was die haben. Die sind immer noch am Röntgen. Mhm. Aber sie leben. Ja. Dank euch. Mm. Dank dir. Mm. Wir sagen immer, aber Leben und Tod nicht wir entscheiden, gell? Nicht einmal der beste Notarzt, was es gibt. Nein, nein. Westlich von Fisch. Du musst immer einen guten Schutzengel haben. Ja. Ich habe 3 Schutzengel in diesem Helikopter.
Nein, nein. Doch, wirklich, kann ich. Du bist ja auch ein Engel. Ach, Axel. Ich bin schon müde, ich bin ein bisschen high. Ich glaube auch von der Höhenluft. Wir sind ja da doch schon 2-3 Meter über Meer. Ja, jetzt können wir Mittagessen, Lüschi. Gut, und ich gehe Batterien wechseln. Okay. Nein! 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 Weder Essen noch WC noch irgendetwas. Nichts ist gegangen. So wie die Leute sind, die GoPros nicht mitnehmen. Nicht einmal eine Minute! Wir waren nicht einmal eine Minute. Ich habe Hunger. Jetzt werde ich hungry. Was? Wir schauen, bis vor dem Weissbrot. Ja, das teilen. Brüderlich. Jetzt werde ich mir da angekaufen. Scheiße. Jawohl, ciao, Wix. Schweig mal der Hand. Jawohl. So, aber ich bin zwei Quarten haben, wo ich weiter wegfahre. Okay, Axel, fahr dich her, Schwerbus. Okay, alles klar, ich gehe auf Funk. Ja. Jawohl. Axel? Ich habe Trümmerfraktur. Oh, shit. Okay, da. Aber es ist eine offene Kniefraktur mit Sehnen und Sehnenbeteiligung. Und höchstwahrscheinlich die Patella. Das ist die Kniescheibe. Also die Kniescheibe ist wirklich kaputt. He? Ja, die ist entfetzt. Der Trümmer. Aber jetzt, ich habe den Patienten vorher nicht gesehen. Wo ist denn der gelegen? Weiter oben an links. Weiter oben? Ja. Können Sie ihn holen? Ja. Ja, verstanden. Gerald, kannst du kommen? Sind wir schon gehen? Der Axel ruft den Notarzt. Nino, all set. Ich wäre wieder einsatzbereit, Suster. Was bräuchtest du, Carmen? Okay. Axel, wir müssen gleich wieder weiter. Roswald, Oberarmfraktur, starke Schmerzen. Ja, gut. Ich bin dann runter. Okay, pressierst, hä? Ich habe völlig ein Moment in diesem Helikopter. Was bist du? Ziemlich gerade ein Moment ja, in diesem Helikopter. Jetzt sind wir die ganze Zeit, seit um 10:30 bis jetzt, halb zwölf, halb eins, halb zwei, jetzt dreieinhalb Stunden. 14, 16, 15:03. Und ich lasse dich das jetzt kalt, die Situation Willi? Vor dir. Weißt du, findest du, ja, jetzt machen die das? Oder was passiert jetzt da bei dir? Nein, ich tue mich jetzt einfach konzentrieren. Ich sage immer, ich bin eigentlich nur der Zubringer von medizinischem Material und vom Doktor und von allem drum und dran. Mehr bin ich eigentlich nicht. Bist du konzentriert etwas am Aufschreiben? Jawohl, und verstehe dich einfach nur. Das macht nicht. 12:51 sind wir gestartet, 9 Minuten 1. Ich habe 100, gibt 44 und 3, gibt 47 Minuten. So, jetzt bin ich voll bei dir.
Es ist eigentlich, müsstest du schauen, dass einfach du dich nur auf das Pflegen konzentrierst. Du bringst den Doktor und alle bringst du vor Ort. Und du musst schauen, dass du dich nicht zu fast lässt, irritieren und beeinflussen, mental. Dass du einfach dich einfach konzentrieren kannst auf das, was deine Aufgabe ist. Was, aber ist, jetzt, die, was ist das Krasseste eigentlich? Ja, wenn kleine Kinder involviert sind. Was, ich meine, für dich, ja. wo du am meisten dich musst konzentrieren musst? Das sind eben so Windaktionen, wenn viele Leute da sind, wenn es schlechtes Wetter ist in der Nacht. Also es ist sehr eine anspruchsvolle Fliegerei. Ist dir mal ein Seich passiert? Ja, Alpot. Nächste Frage. Nein, eh nicht, oder? Nee, sicher. Ja. Du hast schon x Bock abgestürzt. Nein, x abgestürzt überlebt. Nein, aber es ist... Was, du hast einen Absturz gehabt? Ja. Das kannst du überleben. Ja, ich habe es überlebt. Ich bin zwar zahnt am Sitz zum drehenden Helikopter raus, aber ich habe es überlebt. Meine Frau sagt schon, seither hast du einen leichten Dachschaden, aber... mit dem ist Leben. Okay. Und da hatte ich eigentlich alle Schutzengel, gehabt, was es gibt. Ist dir nichts passiert? Ja, mal, ich hatte schon Rissquetschwunden gehabt. Ich hatte Prellungen am ganzen Körper, aber habe nichts gebrochen, einfach eine Hirnerschütterung. Und bin 5 Tage später habe ich schon wieder fliegen dürfen. Und das war, glaube ich, auch wichtig. Und als du den Absturz hattest, bist du dann auch mit einem Helikopter gerettet worden? Ja, die Kollegen haben mich dann noch geholt und haben mich dann noch auf die Brücke in ein Spital getan. Und wie ist das, wenn die Kollegen dich holen können? Yes. Ist schon noch etwas anders, oder? Es ist schon heftig. Oder wenn du Kollegen holen musst. Das ist einfach, wenn du als Helipilot zu einem Unfall dazukommst, wo eigene Leute involviert sind, das ist, also da musst du dich unheimlich konzentrieren. Da musst du richtig verdrängen und ausblenden. Und dich, dass du dich kannst auf das konzentrieren kannst, was dein Job ist, nämlich zu fliegen. Und, aber gleich einfach voll konzentriert deinen Job zu machen, das ist relativ schwierig. Das geht nicht, das kann ich nicht zulegen. Du musst wieder die So, jetzt legen wir uns mal ein bisschen an. Haben wir Kinder? Wie alt sind die? Ablenkung. Ja. Ha? Alte Genüge. Alte Genüge. Leg dich mal noch ein bisschen mehr. Dräse mal zu dir. Ja, genau. Und Zug drauf lassen. Das sagt. Aber ich hätte nichts. Nein, ich habe auch keinen Ruck gespürt. Nein, die ist noch draußen. Ja. Okay, wir gehen. Okay. Okay. The next call. Das ist ein Riesen, ja, das mache ich. Ja, der Gerold. Ist nicht so. Hallo. Sind wir dort fertig, schon wieder Telefon, nächster Einsatz, wir sind wieder zum Spital. Es war einfach Wahnsinn. Ich habe wirklich komplett Übersicht verloren, aber ich habe einen schlauen Mensch bei mir, den Kameralöscher. Er hat die ganze Zeit ein GPS-Gerät bei sich gedreht und er hat ganz genau gewusst, wo wir sind, was wir beflogen haben. Das ganze Wallis quasi. Die blauen Linien, die du hier siehst, das sind wir. Wir, die geflogen sind, den ganzen Tag im Wallis. Kilometer sind wir geflogen an diesem Tag. 5 Stunden reine Flugzeit. Und Leute, wir hatten 11 Einsätze oder mehr. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Auf jeden Fall haben wir nicht genug Sendezeit, um alles irgendwie reinzubringen. Aber es gibt ein paar, die ich mich sehr gut erinnern kann. Ein kleiner Bub, der sich der Oberschenkel, ich glaube, 3-mal gebrochen hat. Aber vor allem wegen der Nadeln recht umgeschraubt hat. Dann kennt er Zermatt keine Grenzen. Wir sind überall auf Italien und haben dort eine Frau abgeholt, die eigentlich einfach mit dem Axel flirten wollte. Jetzt macht es doch ein gutes Bild von mir.
Und dann ist mir noch die Japanerin hure geblieben. Sie hat irgendwie nur die Schulter ausgerenkt gehabt, aber auch einmal gebrochen. Und sie hat so verdammte Schmerzen gehabt, dass der Axel, der Heli-Arzt, sie musste narkotisieren, um sie überhaupt transportieren können. Wir können sleep now. Good night. Und Achtung! Kaum haben die Kameralüscher und ich aufs WC wollen, natürlich geht das nicht. Es geht schon wieder weiter, es ist unglaublich. Jetzt bin ich einmal, gebisselt schon, und jetzt geht schon wieder da. Ich folge ja dem Gerold den ganzen Tag. Ich hatte nie richtig Zeit, aber ich habe die Zeit genommen, vor allem um herauszufinden, wie sieht es denn seine Familie, er hat zwei Töchter und eine Frau, dass er so einen verdammt absurden Beruf hat und gefährlichen Beruf. Ich glaube, wenn du als Papi, wenn man als Papi so einen Beruf hat, dann sind die Töchter glaub, schon noch mal ein bisschen anders stolz und gehen mit dem hausieren. Ja, stimmt das? Es ist, bist du so 6, 7 sind, war das für sie eigentlich ganz normal. Da sind sie auch gerne mitgekommen. Und dann hat es eine Phase gegeben, ich habe einen Cousin verloren mit einem Heli-Unfall. Und da wollte ich gar nichts mehr wissen. Weil das war die Zeit, die Phase, in der sie realisiert haben, dass es etwas passieren kann und dass viele Kollegen ums Leben sind gekommen. Ich habe so rund 30 Kollegen verloren. Jetzt in als Heli? Ja, die einen Unfall hatten und die gestorben sind. Und da hat man dann auch immer so schauen, wie gehen wir mit dem um? Weil es kann ja nicht sein, dass die Leute daheim Angst haben, wenn ich zur Portus gehe. Das kann es ja auch nicht sein. Und was ist eure Taktik? Ja, es ist eigentlich simpel. Du musst im Frieden gehen. Weil wenn du am Streit gehst, du kannst es nicht ändern. Wenn du das Schicksal einholt, du lässt eigentlich Leute zurück, die das dann nicht mehr korrigieren können. Und das ist fast das Schlimmste. Aber heisst das, dass du häufig, wenn du irgendwie einen Nachteinsatz hast oder einen, der windig ist, denkst so, es könnte jetzt sein, dass ich sterbe, aber es ist okay? Nein, in diesem Moment denkst du nicht dran. Weil das absorbiert dich viel zu fast. Also das heisst, du bist viel zu fast mit dem konzentriert und befasst, was du eigentlich machen musst, was deine Aufgabe ist. Das kommt vielleicht erst im Nachhinein, wo du denkst, jetzt habe ich wieder schon einen gehabt. Und das passiert so 5 bis 10 Mal im Jahr, wo du denkst, jetzt habe ich schon einen gehabt. Mich interessiert auch noch, wie du umgehst mit eben genau so Sachen, wo du denkst, oh, es hätte mich nehmen können. Jeder ist ein bisschen individuell. Du kannst entweder im Debriefing mit der Crew kannst du relativ viel schon entschärfen. Vielleicht daheim, einer kann vielleicht daheim, einer braucht vielleicht professionelle Hilfe. Fakt ist, dass viele Leute einfach auf die Tür Mühe haben mit dem. Dass man einfach die Nacht aufstehen muss und irgendwo jemanden holen oder muss den Heli ausreißen und anstellen und in eine dunkle Nacht gehen. Darf ich stören? Nein. Nein. Ich bin gerade im Interview. Nein, gib mir nochmal. Intubierter Patient, Notfallverlegung von hier auf Bern. Mensch oder Beatmungsplatz, abgeklärt mit der Carmen, abgeklärt mit der 144. Medikamente haben wir, die nehme ich von hier mit. Okidoki. Der ist nicht so gut dran. Keine Ahnung, was mit dem Mann passiert ist. Es könnte ja sogar sein, dass er gestorben ist. Wir wissen es nicht. Wir mussten auf jeden Fall wieder zurückfliegen. Und an diesem Tag, vor allem in diesem Moment, ist mir etwas extrem eingefahren. Dass nämlich schreckliche Sachen und wunderschöne Sachen sehr nahe beieinander sind. Weil genau auf dem Rückflug haben wir einen Sonnenuntergang gesehen. Hey, so etwas, da musst du echt mal überbieten.
Mattu? Ist gut. Super. Super Tag. Ja. Du. Die Maschine ist wieder im Hangar. Wir sind alle wieder da. Eieiei. Was ist, Gülcan? Ja, es war streng. Aber wir machen uns auf den Weg und ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben heute so viel Leben gerettet. Vielen herzlichen Dank. Du hast das super gewesen. Also. Danke für den Besuch. Eieiei. Du, und die Tür machst du nicht zu? Du musst die Tür auch zu machen, sorry. Ja, mal daheim, wir machen es auch daheim. Die haben Steine daheim. Sorry. Wir haben urkrasse Sachen mit, oh mein Gott! Es ist so Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen. Für mich. Es ist wirklich, aber ohne Scheiß, mein so, ey, ohne Scheiß. Du kannst an jeder Party, wo du bist, egal mit wem du bist, kannst du sagen, hey, und dann haben wir. Und dann bin ich nachher mit der RC Matt und nachher war so eine. Gewesen. Und nachher haben wir den mit dem Oberschenkel müssen dort anfliegen. Du bist da, der Partyknüller für die nächsten 100 Jahre. Ja. Und was mir eben, wenn du ihn mal darauf angesprochen hast, wäre ein Risiko eingeht. Ob er sich das bewusst ist und er hat sich da irgendwie rausgewurstelt und hin und her. Aber ich habe das Gefühl, er hat schon einen krasseren oder einen risikoreicheren Job. Aber er führt einfach für den gerne Job. Ja. Das ist eben auch einfach eine Lebenseinstellung. Die Frage ist eben, willst du mega lang leben? Oder willst du nimmst bis zu einem gewissen Grad in Kauf, dass dein Leben halt kürzer sein kann? Dafür ist es so fucking intensiv, dass du einfach sagen kannst, hey, ich habe jeden Tag gelebt. Und es war so geil, ich kann im Frieden sterben. Ich würde es nicht machen, aber was ich jetzt würde gerne machen würde, ja. Ist, dass wir einfach jetzt langsam schlafen. Okay, genau. Ist das gut? Ich kann die Kamera abstellen. Ja. Und dann nachher machen wir das mit dem Schlaf. Das ist da.